Jetzt habe ich da Spannendes gefunden. Ein alter Fiat Topolino. Nicht fahrbereit. Original. Auf jeden Fall das, was davon übrig ist. Selbstmördertüren. Ja. Ein paar Teile fehlen halt, aber das ist sicher eine Basis, wo man nicht restaurieren kann. Hat es noch alte landwirtschaftliche Sachen. Pflug. Und noch ein paar Autos mehr hier. Im roten Leder. Was ist das Schönes? Englisch? Rechts gesteuert. Ein Triumph! Ein Triumph! Und da haben wir was. Was haben wir da? Frigate. Was ist das für ein Modell? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Sagt mir aber so wenig. Das ist ein Peugeot 403. Ja, so haben die Autos früher ausgesehen. Ein Renault ist das. Das ist sogar zu verkaufen, ne? 55er Jahre, echt süß innen durch. Echt süß, mit dem alten Radio drin. Alte Landkarte drin, die Lichter außen angebracht. Ist geil, ne? Der Schweiz gelaufen. Richtig dickes Blech. Auch bei dem Peugeot. Richtig dickes Blech. Und der auch mit der Stockschaltung da. Eine Lenkradschaltung, meine ich. Da haben wir die klassische Ente. Ah, hier ist noch ein Topolino, hä? Ja, ist noch ein Topolino. Ist ein bisschen kompletter als der andere, aber auch nicht ganz komplett. Was steht hier? Was ist das da? Oh, der Jaguar da oben ist sehr schön, hä? Sieht man den nicht? Ich hole mal ein bisschen näher ran. Ah, Jaguar. Ah. Das könnte auch ein Fiat sein. Auch mit Selbstmördertüren. Und da ist noch was Altes. Tanksäule. Genau, die Tanksäule. Und auch noch. Das ist die Ente. Die will zurück auf die Straße. Gute Basis. Ja, warum nicht? Früher waren das so die linken Grünen, die das gekauft haben. Und Lehrer oft. Mein Lehrer hatte so einen. Mit dem Faltdach. Ja, das ist schon cool. Anscheinend hätte man die nicht umstürzen können. Die konnte man so stark in die Kurve lenken. Die sind irgendwie so gebaut, dass sie nicht auf die Seite fliegen konnten. Was hat die für einen Jahrgang? Erste Inverkehrssetzung 84. Nicht schlecht, ha? Sogar 40 Jahre.
Nazis, ja? Richtig. Der Übergang in eine neue Generation vom Oldtimer zum moderneren Wagen in Anführungszeichen, aber immer noch mit den Kotflügeln und der ganzen Haube. Ich liebe solche Plätze, ich liebe alte Autos. Es ist einfach etwas Schönes. Zeitgeschichte.